Ja, den nächsten Text, den ich lesen werde, den möchte ich wieder ein kurzes Gedicht von wegstellen. Für dich. Und das geht so direkt rein, ohne großes Vorgeplänkel. Und das sahen die Wespen in ihren Verstecken. Sie schossen hervor mit ihren Stacheln und schmissen sich an seinen Nacken ran. Lustig ruderte er mit seinen Armen. Seine Arme ruderten lustig an ihm. Jetzt kommt der eigentliche Text. Wird auch zum Text. Ich sitze gerade gemütlich wie immer in der Badewanne und ärgere mich über die Schaumarmut auf dem Wasser. Die macht mir mental sehr zu schaffen. Was ist, wenn jetzt jemand reinkommt? Das ist doch alles, liegt ja alles frei und ungeschützt. Und prompt natürlich geht die Tür auf und wer steht da? Das Alien. Ich überlege kurz, ob ich einen Schrei tun soll. Fällt mir ein, dass er meine Genitalien völlig blank legen. Ich reiße die Hände aus dem Wasser und greife in Richtung Handtuchhaufen, der bis zur Decke aufgestapelt ist. Ich ziehe das Unterste heraus, der Haufen kippt natürlich um, was sonst, und begräbt mich unter sich. Sämtliches Wasser in der Wanne wird binnen weniger Sekunden aufgesogen. Aber immerhin, perfekter Schutz. Mein Intimbereich ist vor Fremdblicken sicher. Nun grabe ich mich aus dem Handtuchhaufen aus und stelle das Alien zur Rede. Noch nichts von Privatsphäre gehört, oder was? Das Alien beteuert, dass es neutral geschlechtlich sei und sich nur über Ableger verpflanze. Ich begebe mich in die Küche. Ich will dem Alien zeigen, was menschliche Gastfreundschaft bedeutet. Öffne den Kühlschrank. Gähnende Leere. Zwischen ein paar Eierschalen finde ich noch ein Päckchen Speck. Und im Gefrierfach in Umklammerung riesiger Eiswüste lagern seit geraumer Zeit ein paar französische Weinbergschnecken, haltbar bis Ende 92. Ach ja, die waren ja mal als Geschenk für die Schwiegereltern vorgesehen. Also, ich habe Speck, ich habe Schnecken, kann die zünden die Idee, ich koche Schnecken im Speckmantel. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Dann sind die Schnecken angebrannt. Wir sitzen am Tisch in der Küche. Ich lasse auf einen Teller ein paar schleimige, verkohlte Schnecken plumpsen und stelle sie dem Alien vor die Nase. Es rumpft seinen Rüssel. Bäh, was ist das für ein Fraß? Ich bin fassungslos, sage, das ist doch wohl der Gipfel. Ich stelle mich eine halbe Stunde in die Küche und dann muss ich mir sowas anhören. Die Schnecken werden jetzt aufgefressen, aber sofort. Das Alien stochert vorsichtig in den Schnecken herum, als ob sie giftig wären. Da ich es immer noch zornig anschaue, spießt es eine einzelne Schnecke mit dem Messer auf und führt sie zum Mund. Ich frage, was hast du da in der Hand? Es antwortet, ich nehme an, ein Messer mit einer Schnecke. So sage ich. Und da isst du also die Schnecke, nicht wahr? Mit dem Messer, du Schwein. Isst die Schnecke mit dem Messer. Wer das macht, das ist doch ein freies Sau. Hat man sowas schon gesehen? Das Alien greift nun etwas irritiert Messer und Gabel mit den Tentakeln und stopft von Ekelattacken geplagt die erste Schnecke in sein Maul. Natürlich schenke ich ihm aus dem Tiegel heraus gleich eine weitere angeschmorte Schnecke nach. Nein, danke, nicht mehr. Es winkt mit der Kralle. So, es schmeckt uns wohl nicht, frage ich beleidigt. Doch, doch. Nach 2 Stunden hat das Alien fast alle Schnecken verspeist. Sein Gesicht ist grün angelaufen. Und hat's wenigstens geschmeckt? Das Alien nickt. Seine Stirn ist schweißig. Die Physiognomie total entstellt. Der Rüssel hängt schlapp vom Körper. Ich muss dann mal aufbrechen, sagt es gequält. Ich freue mich. Na, das ist doch wunderbar. Ich mache dir gleich ein Fresspaket zurecht. Es sind noch Schnecken da. Nein, nein, das wird nicht nötig sein. Wir verabschieden uns herzlich. Ich werfe die Tür erfreut zu. Etwas später höre ich, wie das Alien ins Treppenhaus kommt. Ich öffne deswegen vorsichtshalber noch einmal die Tür und rufe hinterher, und komm bald mal wieder, ich hole noch neue Schnecken nach. Es antwortet nicht.
So ein undankbares Schwein ist die Schnecken mit dem Messer. Als ich am nächsten Morgen die Treppe herunterkomme, wimmelt es überall von Fliegen. Die Nachbarin schleppt etwas in einem blauen Müllsack weg. Aus einem Loch tropft eine schleimige Brühe, wahrscheinlich das Alien. Ich sage, nein, nein, werfen Sie es nicht weg, das ist doch eine Delikatesse. Das ist eine Topfpflanze, du Idiot, antwortet meine Nachbarin. Na, vegetarisch umso besser, sage ich, und zerre den Sack in meine Wohnung, um Teile davon für das Abendbrot einzufrieren. Na dann, guten Appetit.